Wenn draußen die Sonne scheint, kann so ein Klassenzimmer ganz schön beengend sein. Weg mit Heft und Stiften, raus aus dem Schulhaus und rein in die Natur. In diesen Genuss kam die zweite Ganztagsklasse der Tumblinger Schule dank dem mobilen Umweltbildungsangebot der Naturindianer. Um den staubigen Straßen und dem Lärm der Großstadt zu entkommen, werden die Kinder mit dem Bus direkt von ihrer Schule ins Grüne kutschiert. Wir holen die Kinder auf schnellen, umweltfreundlichen Weg ab. Wir haben das Ziel, einen Elektrobus anzuschaffen, um mit ihnen dann auf schnellen Weg in die Natur zu kommen, um mit ihnen zu spielen, zu toben, zu gestalten, zu forschen. Die Natur bietet eine wahnsinnige Fülle an vielfältigen Eindrucksmöglichkeiten und auch Gestaltungsmöglichkeiten, damit die Kinder sich auch als aktiver Teil der Gesellschaft und unseres natürlichen Lebensumfeldes auch wahrnehmen. Seit über 10 Jahren setzt sich die gemeinnützige Bildungseinrichtung für die Rechte der Kinder auf Natur ein. Auf asphaltierten Pausenhöfen lässt es sich eben doch nicht so gut toben wie auf grünen Wiesen. Und nebenbei kommen auch Lerninhalte über die heimische Umwelt nicht zu kurz. Für die Kinder ist so eine ungewöhnliche Schulstunde eine willkommene Abwechslung. Alle sind total, also fast schon überwild, weil sie halt sonst immer nur in der Schule und in 4 Wänden sind und der Pausenhof ist ein steiniger, grauer Boden. Und hier haben die Spaß gehabt und sind frei und keine Grenzen, keine Barrieren, auch kein Material, das vorgibt, wie muss ich spielen. Und die Kinder genießen die Freiheit. Bei den verschiedenen Spielen gehen die jungen Naturforscher auf Tuchfühlung mit ihrer Umwelt. Was den Kindern an ihrer ersten Unterrichtsstunde im Wald am besten gefallen hat, das haben wir sie selbst gefragt. Dass es still ist, dass die Tiere friedlich sind und dass alles grün ist. Und ich mag das auch nicht besonders gerne, wenn die Abgase in der Luft sind. Dass man hier sozusagen sehr alleine ist, dass nicht 1000 Leute da sind. Die Naturindianer wollen das mobile Umweltbildungsangebot 2013 richtig ins Rollen bringen. Dass Münchens Kinder Bedarf an mehr Frischluft haben, daran gibt es keinen Zweifel. Es gibt ein engagiertes Team von den Naturindianern, es gibt eine wahnsinnig hohe Nachfrage von den Schulen, die dieses Projekt auch in Anspruch nehmen wollen. Ein Konzept ist auch schon da, dank des Umweltministeriums, die das finanziert haben, um die Kinder aktiv dahingehend zu unterstützen, dass sie wieder sich als lebendiger Teil von unserer Stadtgesellschaft fühlen und auch lernen, dass sie einen Anteil daran leisten können. Um das Projekt noch umweltfreundlicher zu machen, wünschen sich die Naturindianer jetzt noch einen Sponsor, der ihnen einen Elektrobus zur Verfügung stellt. Was die jugendlichen Teilnehmer der Initiative angeht, die könnten sich wohl an eine regelmäßige Fahrt ins Grüne gewöhnen. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.